noch die Schuhe anlegen, bevor es dann rausgeht. Die Montserrat Souto ist Gruppenleiterin der privaten Kita vis-à-vis. Sie hat selber auch ein Kind hier. Früher konnte sie nicht arbeiten. Sie musste keinen subventionierten Platz bekommen. Wir mussten den Volltarif zahlen. Und das haben wir uns nicht leisten. Wir haben nur Subventionen bekommen, wenn wir dort gearbeitet haben, wo wir sein Kind gebracht haben. Wir haben ja keine Kita in Sutz. Also ich habe in Sutz gelebt und in Biel gearbeitet. Jetzt mit diesen Betrugsgutscheinen gibt es uns die Möglichkeit, eben auch die Kita selber zu wählen, wo, in welcher Kita man das Kind bringen will. Und das ist halt auch sehr ein Vorteil, wenn man schauen kann, in der Nähe, wo man arbeitet, und dort sein Kind in die Kita bringen. Mit der Unterstützung der Stadt, also der Betreuungsgutscheine, können jetzt viel mehr Familien einen mitfinanzierten Kita-Platz haben. Laut der Stadt gibt es 30% mehr Serien als früher. Ein Beispiel: Wenn ein Tag in der Kita 100 Franken kostet, zahlen Eltern mit einem bestimmten Einkommen 60 Franken und 40 überkommen sie. Vorher hat eine städtische Kita mit 24 Plätzen zum Beispiel 12 gehabt, die subventioniert waren. Also es waren früher etwa 300 Familien oder über 300 Familien auf diesen Wartelisten und haben auf so einen subventionierten Platz gewartet und die konnten vollständig abgebaut werden. Dank dem, dass die Familien ihre Betreuungsgutscheine auch in privaten Kitas einlösen können, hat Danina Neuweiler mit ihren Kolleginnen auch gewagt, eine Kita aufzutun. Das hat ihr eine Sicherheit gegeben. Sie sieht auch einen anderen Vorteil. Das ist natürlich ein sehr grosses Plus für uns, weil da ganz viele verschiedene Kinder von verschiedenen Schichten zusammenkommen. Weil sich eben jetzt die Leute auch eine private Kita sozusagen leisten können, weil sie unterstützt werden mit den Gutscheinen der Stadt. Das bedeutet auch mehr Konkurrenz für die städtischen Kitas. 5 neue private haben seit dem Wechsel vom System aufgetan. Wir haben natürlich gedacht, es wird eine grosse Herausforderung für uns als städtische Kitas, weil wir uns quasi neu müssen auch in einem Markt bewegen und bewähren. Und letztendlich ist es aber so, dass auch jetzt die Auslastung immer noch sehr gut ist. Ich denke, dort sind wir wie gefordert, weiter auch an unserer Qualität zu arbeiten. Jetzt im Moment ist es sehr wichtig, dass jede Kita wettbewerbsfähig ist, weil die Eltern nicht mehr einfach gezwungen sind, in eine Kita zu gehen, sondern wirklich können nach ihren Bedürfnissen auslesen, in welche Kita sie wollen. Und das heisst, dass wir uns Mühe geben müssen. Und das heisst auch, dass sich andere Mühe geben müssen, weil sie sonst einfach rausgehen aus diesem Wettbewerb. Und das ist eigentlich nur gut für unseren Beruf. Emilia, komm, kannst du hängen? Im Moment können Familien zu Biel unter gut 25 Kitas auslesen. Die Stadt hat für die Betreuungsgutscheine pro Jahr 2,3 Millionen Franken budgetiert.